Die habe ich auch noch nicht. Die Super Cabratsch. Oh, nicht so ein Hit. Deadly Wildlife. Für mich tödlich oder schon vom Aussterben bedroht? Ja, spätestens wenn ich hier lang komme, ist das Zeug vom Aussterben bedroht. Oh, da kann ja richtig was ab. Dann kriegst du eine Granate dazu. Ja, wo ist so ein großes Haus? Mit einer großen Wand. Was gibt's da noch mal? Ist doch aber schön präsentiert, oder? Ach komm. Trotzdem schön präsentiert. Hatte ich nicht ein Schild der allen? Moment mal, ich hatte irgendwo ein Schild, der jeden Schockschaden. War das nicht irgendwas? Fällt mir jetzt gerade so ein. Wandelt 100% Schockschaden in Schilde um. Ich meine, das ist doch nicht schlecht, oder? Dann hast du 100% resistent gegen Schock. Wenn mich jemand schockt, sag ich, hey, geil. Da ist er doch. Ich probiere den mal aus. Aber meistens ist mein Problem ja, dass ich geschockt werde. Und dass mein Schild dann runter geht. Und hier ist genau andersrum, wenn mich jemand schockt. Hey, danke für den Schild. So, lass mal probieren. So, die legendäre Jagd ist damit abgeschlossen. Aber hier gibt es noch was. Irgendwie kommt man hier hoch, schätze ich mal. So, auf der anderen Seite. Und hat da vielleicht nochmal einen Teufel-Lock. Weil ich schieße ja hier auch mit Schock. Vielleicht ist das das Problem, dass die. Jetzt könnte ich mich in eine Pfütze stellen, die Pfütze schocken und das wird mein Schild aufladen, oder? Probier es aus. Feuerrad ist immer wichtig. Hier. Wandelt Schockschaden zu Schild. Und was Besseres gibt es da eigentlich nicht, oder? Da muss ich jetzt mit deiner reaktiven Waffe dann halt aufpassen, ne? Was ist, wenn ich jetzt hier reinschieße? Passiert mir nichts, weil Schockschaden zu Schild umgewandelt wird. Nehme ich den anderen. Merkst du es? Und das war eigentlich mal mein Hauptproblem. Die ist schon extrem geil hier mit gegen. Aber das hier ist doch Schockschaden zu.
Dann lädt er sich nur noch schneller auf. So, und irgendwo geht's jetzt hier hoch. Ich kann auch hier schön reinschießen, das macht mir jetzt nichts mehr. Und die anderen werden gegrillt. Zeigt euer Geheimnis, Kristalle. Stört mich nicht. Ah, ich kann Skillpunkte auch noch ausgeben. Wahnsinn. Wenn ein Feind durch einen Elementareffekt von Amara getötet wird, explodiert dieser Feind und versucht einen eingestimmten Elementarschaden zusätzlich zu jedem weiteren Element, das auf diesen Feind lag. Mann. Das hört sich an. Erhöhte Magazingröße. Ach komm. Das ist nicht wichtig. Das nehme ich hier. Wenn ich die hier beibehalte. Das ist ja meine Hauptwaffe. Dann sehe ich zu, dass ich da schneller schieße. Jeder Schuss ist 2100 Schaden. Ach, ich habe jetzt aber auch nicht mehr. Das war ja auch das Schöne an diesem Schild. Das war natürlich geil hier. Strahlungsschaden. Ja. Die kam ran und du hast Bob. Jetzt musst du selber abschießen. Zu der Waffe passt auf. Oh, da gibt's was zu lesen. Zu der Waffe passt auf jeden Fall besser. Das Schild. Die Eridianer haben auf zahllosen Welten ihre Spuren hinterlassen. Doch nur wenige ihrer Schöpfungen sind so beunruhigend wie die Wächter. Sie sind quasi lebendige Halbwahrheiten, die Anweisungen folgen, die sie nur teilweise verstehen. Sie sind wohl kaum die perfekten Bewahrer eines gefesselten Schreckens des Universums. Doch in ihrer starrsinnigen Unvollkommenheit spiegeln sie immerhin ihre Schöpfer wieder. Ja, da ist noch ein Teil von Lock. Wasserfall! Mein eigenes Messer auf jeden Sex! Einmal habe ich mit Morty Jacobs, seiner Frau Margaret und einmal ihrer Freundin Nackt bei dem Wasserfall gemahnt. Dann haben uns
Oh, guck mal, das ist ein ausbrechender Vulkan. Und die ist da. So, was fehlt denn dann noch? Das Radio und das Geheimdepot. Ich würde sagen, hier oben habe ich alles. Ich begebe mich wieder zu meinem... Ja, da ist nichts. Und begebe mich erstmal zum Geheimdepot. Alles andere sieht man unterwegs. Geht's da eigentlich lang? Achso. Anderer Bereich. Stimmt die Richtung? Richtung stimmt. Jeha! Ich muss hier durch die Stadt. Oder? Oh, warte mal. Das ist da ungefähr da, wo... Ne, eigentlich ist es da drunter. Ich muss gar nicht durch die Stadt. Oder doch? Eigentlich ist es unten. Badabum gemacht. Große Badabum. Gut möglich, dass das hier ist. Da ist er noch. Mach auf das Ding. Eine 28er. Nahkampf gegen Feinde stiehlt Munition. Ja. Okay. Aber darum ging es mir ja nicht. Sondern es geht mir darum, die ganzen Herausforderungen. Und irgendwo ist noch ein Crimson Radio. Da ist jetzt die Frage, wo. Ich kann mich erstmal hier das Ding da durchlesen. Ist das jetzt auch markiert? Ja. Da muss ich wieder rauf. Hier muss ich rauf.
kann ja nochmal hier gucken. Vorher. Gerade in der Nähe ist. Wegen dem muss ich mir jetzt ein neues Gefährt holen. Stirb doch einfach. Gar nicht mal schlecht, oder? Nova und Blazeug war, hört sich gut an. Das ist jetzt irgendwie, ein Satz ist irgendwie in Englisch. Der letzte. Wir sind ja nicht ganz fertig geworden mit dem Spiel, oder? Ach komm, es geht jetzt zu Fuß. Da bin ich schon wieder außerhalb der Karte. Und woanders werde ich sofort erschossen, wenn ich außerhalb der Karte bin. Ah, ja. Gerade was weiter geht's zum. Aber die lassen sich echt gut steuern, diese Teile. Das war beim letzten Mal schon ganz gut und bei diesem Mal ist es richtig gut. Ja, machen wir einen Standard hier. Okay. Tja, da das wieder oben ist, ich will mich erstmal hierhin begeben. Und diesen Reich absuchen und dahin. Okay, also das heißt, ich muss hier wieder hochfahren. Wupp. Da das Fahren Spaß macht und eigentlich auch recht schnell geht. Außer, dass mir es irgendwie im Herz wehtut und ich denke, ah, der überdreht doch der Motor, der Arme, ich will schalten, ich will schalten. Da fehlt ein Gang. Ich hab noch auf dem richtigen Weg. Oh, guck, ich bin schon fast da. Schon bin ich da. Das ist geil. Ja, so macht das Spaß. Es ist schnell. Man ist schnell da. Es macht Spaß. Außer, dass es ein bisschen im Ohren dröhnt. Ach, die Jabba wieder. Die sind nervig. Weil die halt so wild rumspringen.
glaube nicht, dass die Eridianer die Wächter als ihre Erben sahen. Sie sind fraglos technologische Wunderwerke, doch sie wurden an wahrer Reife gehindert, wurden in Unwissenheit gehalten, um ihren Zweck zu erfüllen. Ich frage mich, ob sie ihre Schöpfer dafür hassen. Selbst das schärfste Messer ist bloß ein Werkzeug. Ja, alles erkundet. Ich brauche noch ein Crimson Radio. Radio ist eigentlich immer schön.